Hallo, vielen Dank für euer Interesse an den heutigen Lightning Talks. Ich bin Seefischer. Die ganze andere Arbeit wurde von Stratophil gemacht, der ist gerade nicht sichtbar. Er hat mit 100 Leuten geredet, hat die ganze E-Mail abgehandelt und die Planung gemacht. Ein paar kurze Hinweise, wir brauchen noch mehr Lightning Talks, besonders für morgen. Morgen gibt es wieder zur gleichen Zeit Lightning Talks wie heute. Oder um 16 Uhr, wenn alles gut geht. Und wenn ihr präsentieren möchtet, wenn ihr irgendwas Cooles gemacht habt, in eurem Hackerspace oder zu Hause oder irgendwas Politisches oder irgendwas, was ihr gemalt habt, irgendwelche Kunst, ein Instrument, das ihr spielt, könnt ihr hier 5 Minuten Ruhm abholen. Schreibt es einfach an uns. Die Anweisungen dafür sind im Wiki. Wenn ihr im Wiki nach Lightning Talks sucht, findet ihr alles. Schickt einfach eine E-Mail und ein PDF von euren Slides und wir würden euch gerne morgen hier begrüßen. Jeder Lightning Talk wird aufgenommen und gestreamt. Ihr könnt euren Ruhm also auch noch in einigen Jahren genießen. Noch ein paar Hinweise für die Speaker heute. Wenn euer Talk als nächstes kommt, dann kommt bitte hinter die Bühne, setzt euch auf den Stuhl und wartet auf, dass der Speaker vor euch fertig wird. Dann geht einfach auf die Bühne, stellt das Mikrofon ein und legt los. Bitte wiederholt Fragen, die gestellt werden, falls jemand aus dem Publikum nicht das Mikrofon benutzt hat. Die Leute im Publikum, bitte geht zum Mikrofon, um Fragen zu stellen. Und im Idealfall stellt euch schon während des Talks an, sodass wir keine Zeit verlieren. Für die Speaker, ich gehe durch eure Slides durch. Bitte gebt mir einfach ein kurzes Signal, wenn ich die nächste Slide aufrufen soll. Und dann passt alles. So, vielleicht sind der erste Speaker schon da. Ich glaube, ich muss die Uhr nicht erklären. Ein kurzer Hinweis für die Speaker. Eure Sprechzeit endet nicht, wenn der grüne Balken oben ist. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Jeweils. Lass uns einfach mal schnell durchsteppen. Der grüne Balken steigt die ersten 4 Minuten ab. Wenn er also oben angekommen ist, dann habt ihr noch 1 Minute, um zum Ende zu kommen. In der gelben Phase, das sind die ersten 30 Sekunden der letzten Minute. Und wenn es rot wird, dann hat er noch 30 Sekunden. Jetzt seid ihr in der letzten Sekunde. Ihr müsst euch also nicht beeilen. Ihr habt genau 5 Minuten, nicht nur 4. Und ihr habt den Farbbalken als Indikator. Ja, unser erster Talk wird von Peter Lopez gegeben, der über das Recht zu träumen spricht. Bitte heißt ihn herzlich willkommen. Heißt Sie herzlich willkommen. Sorry. So, Kika Lopez, das Recht zu träumen. Ich werde euch ein paar Slides zeigen. Und ich werde zeigen, was wir im letzten Jahr so gefilmt haben. Es geht um die erste weltweite Zuweisung von DCM-Frequenzen von einer Firma in Mexiko. Manche Menschen, die in der mexikanischen Ureinwohner-Community arbeiten, in Iguana, eine der ärmsten Regionen des Landes. Jetzt haben sie freie Frequenzen für DCM-Netzwerke. Die Dokumentation ist ein. Es geht um die. Das freie Wissen und die freie Verbreitung von Wissen, die durch die neue Technologie ermöglicht wird.
so dass die Menschen in ländlichen Gegenden von Mexiko auch sich mit Netzwerken verbinden konnten. Vorher gab es gar keine Netzwerke, es gab, die private Industrie war nicht daran interessiert, diese Gegenden anzuschließen. Aber ihr könnt in den Slides sehen, es ist sehr, sehr ländlich. Und wenn all die Menschen dort, die Menschen in diesem Bereich sprechen kein Spanisch, sondern sie sprechen ihre ursprünglichen Sprachen in diesen Bereichen. Und sie treffen sich regelmäßig zu Versammlungen, wo sie Entscheidungen für ihre Dörfer treffen. Es gibt deshalb kein richtiges Konzept von politischen Parteien in diesen Dörfern. Sie organisieren sich selbst. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Menschen viele Wesenszüge mit der Hackerethik teilen. Sie haben zum Beispiel ein Konzept, das Tecium heißt. Das bedeutet, dass ihr für die Gemeinschaft arbeiten müsst und diese Dinge teilen müsst. In den Fotos seht ihr, das sind Screenshots von unserem Film. In diesem Bereich mit dieser außerordentlichen Situation, die Menschen durchstehen müssen, sehen wir hier, wie Menschen Netzwerke bauen. Das ist eine Art Do-it-yourself-Telekommunikationsunternehmen. Diese Leute hier bauen die Antennen und koordinieren sich dann mit den Menschen in den Dörfern. Es ist sehr interessant, weil in diesem Moment die Menschen beginnen, zusammenzuarbeiten. Sie lernen sehr viel über Technologie voneinander. Sie können selbst entscheiden, wie sie die Kommunikation verwalten wollen und wie sie mit den Einschränkungen umgehen wollen. Sie haben sich entschieden, dass sie jeden Monat ein kleines bisschen Geld beiseite legen, um das Geld, also um den Preis der Telefonie zu bezahlen. Man kann Leute im selben Dorf anrufen, kostenlos. Das ist dann abgegolten. Wenn man jemanden anderen davon anrufen will, dann müsst ihr noch mehr extra zahlen. Und das ist der Anwendungsfall für diese Technologie. Das ganze Ding ist immer noch im Aufbau. Wir starten eine neue Kampagne im Oktober. Und wir sind hierher gekommen, um ein paar Bilder zu zeigen und ein bisschen Leute zu aktivieren, ein bisschen Feedback zu bekommen. Oder vielleicht auch ein paar T-Shirts zu verkaufen. Wir wollten diesen kleinen Ausschnitt der Geschichte zeigen. Die Menschen in Mexiko möchten auch wissen, was passiert, aber die Technologie in dem Land kommt jetzt erst in einige dieser Bereichen an. Es ist eine Art technologische Kolonisierung. Es ist kein großes Unternehmen, das dahinter steckt. Vielleicht kennt ihr Carlos Slim, einer der reichsten Menschen der Welt. Er ist Eigentümer der Telekommunikationsunternehmen in Mexiko, der größten Telekommunikationsunternehmen in Mexiko. Diese Geschichte geht also auch um David und gegen Goliath. Die Dokumentation, wie man zum Beispiel in diesem Bild sieht, das ist die Sprache dieser Gemeinschaften. Diese Sprache ist Mich, weil das die Sprache ist, für die sich die Dorfbewohner entschlossen haben, sie zu nutzen.
Vielen Dank. Unser nächster Sprecher ist Freak. Und er spricht über tlscompare.org. Hallo, alle zusammen. Mein Name ist Martin. Freak ist mein Twitter-Name. Ich spreche heute über tlscompare, weil ich denke, dass es ein wichtiges Experiment ist, das wir in Wien durchgeführt haben. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was TLS ist und was es tut und was es tun kann. Eines der Probleme mit TLS ist, dass es nicht so verbreitet in der Verwendung ist, wie es sein könnte oder sollte. Das heißt, passive Überwachung sind immer noch möglich und relativ verbreitete Bedrohungen im Internet. HTTPS würde es viel sicherer machen und viel schwerer es anzugreifen. Eines der Probleme ist also, dass es nicht ausreichend eingesetzt wird. Es gibt zwei tolle Projekte von der EFF. Das eine ist Let's Encrypt, das andere ist HTTPS Everywhere, eine Extension. Ich kann euch nur empfehlen, den Talk am Montagnachmittag über Let's Encrypt anzuschauen. Das wird nämlich das gesamte SSL-Ökosystem einmal umwerfen. Die andere Seite ist HTTPS Everywhere. Das ist eine Browser-Erweiterung, die es erlaubt, über definierte Regeln bestimmte Verbindungen automatisch zu HTTPS umzuwandeln. Es ist für fast jeden Plattform herunterzuladen. Und wenn ihr das könnt, dann solltet ihr es auf jeden Fall installieren, weil diese Extension für mehr Verschlüsselung sorgt und es damit schwerer macht, euren Traffic anzugreifen. Was haben wir getan? Zwei Studenten von mir, Dominik und Lilly, haben versucht, die Regelerzeugung zu automatisieren. Zurzeit ist es ein manuell gepflegtes Set von 10.000 Regeln. Wir haben gesagt, nun, wir haben die Top 1 Million Alexa-Webseiten. Wie viele davon unterstützen HTTPS und schicken dort denselben Inhalt zurück? Das Erste, was wir also getan haben, ist, dass wir die 1 Million beliebtesten Seiten von Alexa gecrawlt haben auf Port 80 und 443, also HTTP und HTTPS. Das nächste Ding war, dass wir versuchen mussten, das zu vergleichen, ob der gleiche Content geliefert wird. Und falls ja, dann hätten wir dazu Regeln erstellen können. Das Problem ist, dynamische Inhalte sind nicht leicht, denn Inhalte, die eigentlich gleich sind, können trotzdem verschieden aussehen. Man braucht also verschiedene Metriken, um das auswerten zu können. Da kommt tlscompare.org her. Zwei der besten Metriken, die wir gefunden haben, seht ihr hier. Es gibt eine Menge Webseiten, die wahrscheinlich die gleichen sind und eine Menge, die sehr sicher nicht die gleichen sind. Das Problem mit diesen 120.000 Regeln, die wir erschaffen haben, ist, dass es erstens den Browser zum Absturz bringt, weil die Extension nicht dafür gemacht ist, so einen großen Regelsatz umzugehen. Und es ist sehr, sehr mit der Schrotflinte geschossen. Wir müssen manuell nochmal durchgehen und die Dinger prüfen. Deshalb kommt hier tlscompare.org ins Spiel. Es ist sehr, sehr leicht. Es gibt zwei Buttons im normalen Modus. Der mittlere Button sagt, ich möchte zwei Webseiten vergleichen. Und wenn ihr den klickt, kommen einfach zwei Pop-ups, dann könnt ihr einfach visuell vergleichen, ob die Webseite, die ausgeliefert wird, die quasi die gleichen sind. Und es gibt auch noch einen Expertenmodus, also wenn ihr wisst, was ein 404-Fehler ist oder wenn ihr euch mit Zertifikatsfehlern oder Mixed-Content-Warnungen auskennt, dann solltet ihr den Expertenmodus aktivieren, der viel detaillierte Informationen hat. Und worauf wir mit dieser Plattform hoffen, ist, dass es die beliebtesten Teile des Webs durch HTTPS Everywhere sichern zu können. Also es gibt jetzt eine Menge Regeln, aber wir können sicherlich nochmal 10.000 oder so hinzufügen, also den Regelsatz vergrößern, verdoppeln mit relativ niedrigen Kosten. Wenn also jetzt alle auf tlscompare.org gehen und fünfmal klicken, dann können wir das Regelwerk einfach massiv vergrößern und dann ist Let's Encrypt für einen neuen Rollout bereit. Deshalb geht bitte zu tlscompare.org, schaut euch das an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne. Ich bin die meiste Zeit im Leiwand Village, direkt vor dem Zelt, dort könnt ihr mich finden.
Ihr findet uns aber auch auf Twitter. Das ganze Projekt ist auf Twitter als @tlscompare. Und ihr könnt mir auch gerne Feedback und Bewertungen schicken. Vielen Dank. Dankeschön. Nächster, dann ist der erste, der Mensch, der als erstes kommen sollte, ist der Weg, 99. Und hallo, mein Name ist Michael, ich bin 28 Jahre alt, seit 4,5 Jahren in Großbritannien und ich hatte meine erste psychedelische Erfahrung in 2009 und seitdem habe ich immer wieder getrippt. Und ich frage mich immer, was würde passieren, wenn alles möglich wäre. Und ich war auch immer in Burning Man und jetzt bin ich hier und ich möchte diesen Geist bewahren und mit mir bringen. Ich möchte ein Stück Land in den Süden von Portugal bauen und Permakultur bauen, Energie von der Sonne holen, Wasser aus dem Meer und reverse Osmose benutzen und damit unendlich viel Energie und unendlich viel Wasser und einen Riesenacker voller Bio-Essen schaffen. Und das ist ein perfekter Ort für einen Hacker, für eine Hacker-Umgebung. Und das war lange nicht möglich wegen Geld, aber als ich ursprünglich bin ich aus Polen. Die meisten von euch sind wahrscheinlich aus Deutschland. Es gab viele Unterschiede. Es gibt einige Unterschiede und es geht nicht um Unterschiede. Es geht darum, offen für neue Möglichkeiten zu sein und für neue Möglichkeiten. Und ich habe jetzt, nachdem ich in London gelebt habe, habe ich endlich die finanzielle Möglichkeit, nachdem ich 2 Jahre gearbeitet habe, kann ich das Land kaufen oder ich kann das Geld investieren und ich habe einen Plan. Ich möchte ein Haus mieten mit einem großen Garten und ein bisschen Parkplatz und möchte euch einladen und dass ihr mich besucht, in meinem neuen Ort in London besucht und anfangt, ein Fundament zu bauen für Genesis. Genesis ist der Anfang, RE wie Renewal, Neustart, und die Technologie ist da, die Zukunft ist da und die Zukunft ist jetzt und die passiert. Und manchmal habe ich mir gedacht, irgendwer wird das schon machen, aber in der Realität ist es, baut jeder dieses Festival und ich möchte eigentlich nicht wieder 4 Jahre warten, um das zu schaffen. Ich möchte die ganze Zeit daran denken und das Gefühl haben, London ist ein wunderschöner Platz. Ich muss zugeben, das ist sehr teuer und als ich da hingezogen bin 2011, habe ich in einem besetzten Haus gelebt und hatte überhaupt kein Geld und um irgendwas zu essen. Ich habe entschieden, dass Geld kein Thema mehr ist und ich entscheide nur noch, was den Wert der Sache angeht und ich möchte ein paar Sekunden und ich möchte euch einladen, diese Webseite besuchen, genesis.ai. Natürlich wurde sie gehackt, wie alles auf einem Hacker-Festival. Es gibt kein Cookings, kein Tracking, kein JavaScript, nur ein bisschen Text, der erklärt, was ich hier zu sagen habe und das ist wunderschönes visionäres Artwork von meinem Freund Alexander van der Veld und ich wünsche euch ganz viel Glück auf dieser Reise und seid excellent zueinander und genesis.ai. Ich wünsche mich, dass ihr euch diese Seite anguckt. Wünsche euch ein wunderschönes Festival und das für viel Glück auf dieser Reise. Dankeschön. Nächstes ist eine kurze Ankündigung. Die meisten von euch werden schon gehört haben. Für die es noch nicht reingekommen sind, stellt sicher, dass euer Zelt gesichert ist und wasserdicht ist. Wir erwarten ein bisschen Böen und Regen, deswegen haltet euer Zeug sicher. So.
Und dann noch eine Ankündigung für die anderen Leute, die reingekommen sind. Wir suchen noch immer nach Lightning Speaker für morgen. Wenn ihr ein Projekt zu präsentieren habt, dann geht auf die Lightning Talks Wiki-Seite und ja, schickt uns ein Paper und dann könnt ihr morgen hier reden. MS Prox redet über Machine Learning, MS Prox. Hallo, ich bin Matthew und bin aus London und wenn ich in London bin, dann mache ich die meiste Zeit Mathematik. Ich möchte mit euch ein bisschen über Mathe reden. Möchte über Menace reden, das war vorhin mal erklärt. Menace wurde von Donald Michie gebaut, 1960. Er hat vorher in Bletchley Park gearbeitet, zusammen mit Alan Turing im Weltkrieg und hat Intellicode entwickelt und er hat Menace gebaut aus 304 zwei Streichholzschachten. Das sind zwei, ja, das kann man ziemlich genau sehen, das sind viele Streichholzschachteln und jede Streichholzschachtel hat eine mögliche Position drauf gezeichnet und ich möchte und wie man dagegen spielt, ist man spielt dagegen und okay, und hier, wenn man schüttelt und dann dreht man es um und dann schaut man, welcher Counter unten liegt und das sagt einem, was man spielen möchte. So, ich möchte euch zeigen, wie man jetzt gegen Menace spielt. Menace spielt, wir spielen als Nullen und wir spielen als Kreuze. Ich möchte als, wir spielen das erste Kreuz und wir kriegen einen roten Counter. Und ein roter Counter bedeutet, spiel da. Jetzt spielt der Mensch und der spielt vielleicht hier. Jetzt sehen wir die nächste Box und die schütteln es und es ist blau und ja genau und spielt da. Und der Mensch spielt hier. Wir nehmen die Box und ja, und der Grüne sagt uns, spielt hier. Und der Mensch spielt hier und wir schütteln das wieder und so weiter und so fort. Und jetzt hat der menschliche Spieler gewonnen. So, wenn der Mensch es noch nicht gespielt hat, gelernt hat, das ist es soweit. Und jetzt lernt man wieder, wie man es spielen soll. Und jetzt nimmt man die Murmeln raus und jetzt. Ja, genau. An diesem Punkt ist mindestens in diese Richtung gespielt und das war ein Fehler. Indem ich die Murmel rausnehme, hat Menace gelernt, dass es ein schlechter Move war und jetzt macht das weniger. Wenn du verlierst, dann nimmst du eine Murmel aus dem Box. Wenn du wenn du Unentschieden spielst, dann tust du eine Murmel in jede Kiste und wenn du gewinnst, dann machst du drei Murmeln in jede Box. Und nach ungefähr 20 Runden gewinnt Murmel, Menace wahrscheinlich. Hier auf dem Camp habe ich Menace in JavaScript gebaut, also kannst du gegen Menace spielen, wenn du möchtest. Und das war's schon. Dankeschön fürs Zuhören. Noch Fragen? Jemand? Okay. Dankeschön. Tschüss. Als nächstes kommt Peggy. Eine kurze Erinnerung, wenn ihr euch entscheidet, dass ihr noch Fragen habt, wir haben genug Zeit für den Speaker. Und dann könnt ihr eure Frage später stellen. So. Hi, ich bin Peggy und ich möchte über Flubber Berlin sprechen. Das ist eine neue Initiative aus Berlin, aus Chaos macht Schule. Und das ist die der Schulteil des Chaos Computer Clubs und legt einen Wert auf Medienkompetenz, Datenschutz und Technologie in der Schule. Wir haben gemerkt, dass wir in vielen Schulen sind sehr verbreitet, Tools-App, aber was ihr seht, da steckt natürlich was dahinter und das ist nicht so nett. Wir haben Rauschen immer. Da ist irgendwas, achso, das ist draußen auch. Guck mal, die haben jetzt abgebrochen.
Kein Sound? Okay, es gibt. Es erklärt tatsächlich, wie soziale Netzwerke mehr Leute reinziehen. Wenn du Freunde willst, ja, ich kann dir 1000 Freunde geben. Ich brauche keine Freunde, aber ich. Es ist mir egal und es ist ganz, ganz lustig gemacht. So. Entschuldigung, ich muss hier ablegen. Es ist leider, wir haben ein Rauschen auf dem Ohr, das nicht erträglich ist. Unsere Philosophie basiert darauf, dass Datensicherheit ein Menschenrecht ist, dass wir ein Recht auf Datenschutz haben, ein Recht auf Privatsphäre haben, dass Kinder das lernen müssen und der Hackerphilosophie folgen müssen. Also Autoritäten nicht zu vertrauen. Was ein Riesenproblem ist, wenn ihr in Schulen geht, weil natürlich Schulen Autoritäten sind und ihr sagt ihnen jetzt, sie sollen Autoritäten nicht trauen. Also wie kontrolliert man Wissen? Am Ende ist es also sowas wie, dass wir die Struktur von Schule neu denken, dass wir ein Experiment machen, wie wir diese Ethik in die Gemeinschaft bringen, dass wir sagen, jeder kann Wissen teilen, kann einen Kalender haben, kann sowas wie OutCloud für File-Sharing benutzen, kann kommunizieren, ein Adressbuch haben und all diese Dinge, die man zur täglichen Kommunikation verwendet, die kann man natürlich auch für Kommunikation in der Schule benutzen. Und das reißt die Grenze zwischen Lehrern, Schülern und Eltern ziemlich ein. Wir öffnen also die ganze Idee von Schule, die besonders in Deutschland eher strikt ist und hierarchisch ist. Wir haben zuerst mal eine fluide Sammlung von Werkzeugen gebaut. Es geht nicht um die Tools, es geht darum zu denken, welche Tools man benutzen kann. Zum Beispiel OpenFire als Server, OnCloud als Sharing-Plattform, ChatSecure, Etherpad, CC zur Kollaboration für verschlüsselte Chats. Und dann wollen wir das in die bestehenden Gemeinschaften in Schulen einbringen, um zum Beispiel Lehrer also engagierte Lehrer und Schüler und Eltern zusammenzubringen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ich weiß, dass zum Beispiel Technical Tech eine ähnliche Idee hat, aber etwas weiter gefasst. Also die Menschen von Technical Tech, kommt gerne zu uns, schreibt uns. Ihr könnt uns unterstützen, die Idee weiterzuentwickeln, die technische Administrierung zu übernehmen. Egal, wir sind für alles offen, was ihr uns sagen wollt. Wir haben auch einen Pad, wenn ihr Ideen habt, einfach diese URL eingeben. Packt eure Links da rein, eure Inspiration, eure Kritiken. Wir freuen uns über alles.
oder kontaktiert uns einfach per E-Mail bei contact@flabber.berlin. Danke. Als nächstes kommt CC3E und redet über Q6. Generelle eine Empfehlung und auf Vorteil von Inter. Das geht zu schnell. Ah. New Delhi 1916. Das CCITT. Entschuldigung. Die CCITT hat in Neu-Delhi 1960 schon diverse ein Paper zum internationalen automatisierten Arbeit herausgebracht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Nächste Talk geht über offene Web-Apps. Wolltest du eine Web-App zeigen? Wir können jetzt gerade, das können wir jetzt leider gerade nicht. Dann werdet ihr eben über offene Web-Apps hören. Ich möchte mit euch über meine Erfahrung mit einem Projekt namens Sandstorm reden. Sandstorm ist eine Open-Source-Plattform für selbst gehostete Web-Applikationen. Ihr müsstet Applikationen nicht selbst hosten, sondern ihr könnt die auch noch für andere Leute hosten. So, ihr könnt zum Beispiel offene Organisationen Alternativen zu Google Docs hosten und so weiter. Also, wer bin ich? Ich bin kein Core-Developer von Sandstorm, aber ich habe ein bisschen Sandstorm gehackt und ich habe eine App dafür geschrieben. Und wenn ihr da, wenn ihr mal ein bisschen ernsthafte Fragen habt, dann müsst ihr da im Kernteam reden, aber sonst könnt ihr auch mich fragen. Also, das sind, wenn ihr vorher über Sandstorm reden wollt, dann möchte ich mit euch über Unix reden. Und Unix ist verantwortlich für viele kleine Programme und das Betriebssystem gibt uns User Management, Dokumentenmanagement, Permissions, App-Installation und einfach Security. Für mich ist das sehr nett und ich kann ein Skript schreiben und es gibt sehr wenig, was Sinnvolles zu rauskriegen. Und alles, was ich machen muss, ist Standard In nach Standard Out übersetzen. Aber das ist eben genau das. Und im Modern Web ist die App verantwortlich für das alles. Und wenn ihr eine Idee habt und wollt ihr an viele Leute bringen, müsst ihr User Management implementieren, Document Management, Permissions Deployment und ihr müsst euch um alle Security kümmern. Und das müsst ihr nicht nur einmal machen, sondern das macht ihr dauernd und dann kriegt ihr einen Pager, der euch nachts um 3 anruft und sagt, dass ihr das jetzt fixen müsst. So. Und
mit Desktop-Software haben wir dieses Ding mit Microsoft und Word und LibreOffice, und die Leute in diesem Raum werden Leute sagen, hier, benutzt LibreOffice, benutzt keine proprietäre Software. Aber was haben wir für Google Docs? Wir haben nichts für Google Docs für jetzt, und das ist, denke ich, ein Problem. Sandstorm ist eine Plattform, die auf der unter Apache 2 Lizenz läuft. Ihr könnt Apps in Linux-Containers laufen, und ihr könnt das wo ihr auch wollt, hosten unterm Bett im Server oder von einer Organisation, denen ihr vertraut und nicht Google. Die Applikation, die ich geschrieben habe für Sandstorm, ist ein sehr, sehr simpel. Sie heißt Hacker Slides, und es sind, ne, die Credits gehen an Ace Editor und Reveal.js, und die wollte ich eigentlich beide im Browser synchronisieren. Hab das geschrieben, und jetzt könnt ihr es gibt ein paar Haufen Sachen, die ich nicht machen konnte. Musste nicht mehr Login und Document Management implementieren. Ich musste das Sharing nicht mehr implementieren. Hab immer noch ein volles Linux-Umgebung muss mich nicht um die, muss keine PHP-API benutzen mach mal kurz. Und weil ich diese Anwendung nicht für andere Menschen hoste, muss ich mal nicht die ganze Nacht schlaflos verbringen und mir über Sicherheit Gedanken machen, falls irgendwie ein Patch nachts um 3 released wird. Also, wenn das Wetter es zulässt, werden wir nach diesen Lightning Talks um 18 Uhr einen Workshop machen beim NOPE in der Nähe von der Seabase. Sprechen wir uns über Sandstorm, über Ideen, die ihr habt. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr mich auch zu den Apps befragen, die ich entwickle. Vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich kann leider nicht sehen. Falls es Fragen gibt, kommt einfach vor und stellt sie. Okay, keine Fragen. Vielen Dank. Als nächstes kommt Yannick. Er redet darüber, wie man Elektronik schnell und günstig herstellt. In den nächsten 5 Minuten möchte ich euch von einem Projekt erzählen, das wir an der Universität Brüssel gemacht haben in diesem Frühling. Ich weiß nicht, wie viele von euch in der Uni studiert haben, aber wenn man in Ingenieurwissenschaften studiert, dann ist Informatik quasi ein Pflichtfach. Aber es ist nicht besonders inspirierend. Man wird eine zufällige Auswahl von Assignments bekommen, die man lösen muss, irgendwelche Aufgaben. Und das sind Aufgaben, die nicht besonders motivierend sind. Das resultiert daran, dass die Motivation schneller verschwindet als die Mate auf dem Camp. Studenten brauchen dieses Wissen aber, um voranzukommen. Und deshalb schauen wir nach den Gründen für diese Probleme. Das Problem ist, dass wir ihnen beibringen zu programmieren, aber ohne ein Ziel, ohne eine Aufgabe. Und deshalb dachten wir nun, statt ihnen einfach simple Aufgaben zu geben, warum geben wir ihnen nicht etwas Konkretes, zum Beispiel ein Stück externe Hardware, die sie ansprechen müssen, oder ein Gerät, wo sie die Daten rausholen müssen. Das Problem ist jetzt, dass es so viel Zeug online gibt schon. Wenn man irgendwas Bestehendes nimmt, irgendwelche bestehende Hardware nimmt, findet man ganz viel Dokumentation, besonders was Arduino angeht und so. Es ist also quasi unmöglich, irgendeine Aufgabenstellung zu finden für die Studenten, die Lösungen nicht irgendwo online finden können. Und wenn sie nur ein GitHub-Repository klonen müssen, dann ist es natürlich keine ordentliche Aufgabe. Nun, also, was ist die einfache Lösung? Lass uns eigene Hardware bauen. Es ist ein improvisiertes Projekt, deshalb hatten wir so ein paar kleine Probleme. Wir hatten kein Budget, keine Zeit, keine Manpower. Also ganz gute Hinweise, dass Dinge schiefgehen könnten. Aber weil wir irre sind, dachten wir, hey, lassen wir es einfach weitermachen. Die Idee war recht einfach. Wir kaufen sehr günstige Sensoren, kleben sie auf ein Board und nennen es Wetterstation. Und die Wetterstation kann dann ein paar Dinge monitoren, anzeigen, extrahieren und dann irgendwo schön anzeigen. Also Sensoren, Mikrocontroller über UART angeschlossen, über USB an einen
Computer angeschlossen, der dann die Daten auslesen kann. So. Es gibt also einen Prototypen und ich... So, okay, wie macht man das also? Wir hatten 60 Studenten, wir haben 6 Wochen Zeit und wir müssten in dieser Zeit rausfinden, wie man die Firmware baut, alles richtig herstellt und einen Auftrag gibt und bekommt. Also, wie macht man das? Wir machen es erstmal möglichst leicht herzustellen. Also Teile, die man leicht bekommt, ein sehr leicht zu bekommendes Board. Boards sind tatsächlich relativ leicht zu bekommen, wenn man sie in bestimmten asiatischen Ländern bestellt. Aber der Zusammenbau und das Löten der Teile ist eine relativ teure Sache. Wir hatten schon einen Lötofen, wir haben eine Stanzmaschine, kein Problem. Aber wie lötet man jetzt all diese Teile? 50 Teile, 60 Bretter, 60 Boards, viele Komponenten und moderne Elektronik sind diese Teile sehr, sehr klein, man kann sie kaum sehen. Und wenn sie auf deinem Schreibtisch landen und man niest, hat man plötzlich 3000 Kondensatoren auf dem Boden liegen. Das ist nicht so toll. Also, wie platzieren wir diese Komponenten auf dem Board? Nun, wir haben eine Pick-and-Place-Maschine gefunden in einem Lagerraum. Das ist sehr verdächtig. Denn warum sollte das einfach so in einem Lagerraum stehen? Es hat sich dann gezeigt, dass es eine chinesische Maschine ist und das Handbuch auch in Chinesisch geschrieben ist. Die Treibersoftware war genauso benutzerfreundlich. Eine der Ventile funktioniert nicht. Also ein Side-Project. Wir mussten erstmal unsere erst eigenen Treiber entwickeln, was wir irgendwann geschafft haben. Das ist die Maschine in Aktion. Die Boards kamen einen Tag vor der Deadline. Also einen Tag bevor wir die Boards ausliefern mussten, haben wir sie erst hergestellt. Und wir hatten noch eine ganze Nacht Zeit, Dokumentation zu schreiben. Also großartig. Zum Abschluss, nun, was habt ihr gelernt? Ihr könnt Elektronik selber herstellen, wenn ihr ein paar grundsätzliche Sachen beachtet und euer Köpfchen benutzt. Ich habe ein paar dieser Boards dabei. Kommt gerne zum Belgischen Village vorbei. Wir haben Bier und können diskutieren über Wetterstationen. Vielen Dank. Als nächstes redet NF über das Internet im Iran. Hey, hallo. Ich bin NF, ich bin aus Australien und bin sehr weit gekommen, eine sehr weite Reise hinter mir, aufs Camp, um aufs Camp zu kommen. Und das Camp ist großartig, oder? Sekunde. Ich bin kein Experte, aber ich möchte jetzt über das Internet. Ich habe keine Ahnung, was ihr über den Iran denkt. Das ist ein religiöses Land. Wir haben eine konservative Regierung. Wir haben diese sehr starken sozialen Regeln. Frauen müssen sich moderat kleiden und man darf nicht in der Öffentlichkeit singen und tanzen. Und es gibt Sanktionen aus dem Westen, die haben das Land lahmgelegt. Aber es ist was anderes, als man so sieht. Es gibt eine sehr große, wachsende Mittelklasse. Die sind sehr progressiv und werden sie auch als Muslime sich identifizieren, sind sie auch mit anderen Religionen assoziiert und manche sind auch sehr säkulär. Im Gegensatz zu meinen Erwartungen ist es eine sehr, sehr sichere und freundliche Umgebung. Und von allen 40 Ländern, die ich bereist habe, war der Iran echt das sicherste und freundlichste Land. Und die Regierung kontrolliert die Regierung sehr stark, die Medien sehr stark und ein paar Teil davon ist das Internet zu regulieren. Im Iran ist der Internet, gibt es überall Internetzugang. Jeder, hat Internetzugang. Und in den meisten Städten gibt es 3G und es ist sehr billig. Aber durch
Das Gesetz limitiert das Internet sehr auf sehr schnell auf 128K, aber um das besser monitoren zu können, wenn man versucht, eine verbotene Ressource zu besuchen, wird man dahin gelenkt und es gibt da eine Liste von Vorschlägen. Wenn man auf Facebook gehen will, dann kommt man auf eine Regierungsseite, die irgendwie auf irgendwie Alternativen anbietet. Wenn man Pornografie anbietet, dann wird man spirituelle Ratschläge bekommen. Wenn man es gibt wie genau wie in China gibt es auch im Iran eine große Firewall. Man macht HTTP Request Hijacking, DNS Poisoning und es gibt Host and Port Blocking. Alles macht den macht HTTP sehr langsam, HTTPS geht viel schneller. Ich habe mir mal angeschaut, was geblockt war. Weniger überraschend, Facebook, Twitter, Reddit, YouTube und GitHub waren blockiert und die BBC war blockiert und wenn man mehrere News-Seiten anschaut, wenn die URL, wenn da böse Wörter sind, in der URL sind, dann ist das geblockt. Also wenn man, ja, ich hatte zum Beispiel das Wort Rape irgendwie in der URL und dann war das geblockt. Was ist nicht geblockt? Google, Gmail, Instagram hat funktioniert, lustigerweise. Und die New York Times hat funktioniert. Sehr, sehr seltsam, wenn die BBC geblockt ist, aber nicht New York Times. Die meisten HTTPS-Seiten haben sehr gut funktioniert. Das SSH hat sehr, sehr gut funktioniert zu verschiedenen Seiten, die ich versucht habe. Und das OpenVPN-Protokoll hat auch funktioniert. Wenn man die bypassen möchte, die Firewall, dann sollte man VPN benutzen. Man kann LT2P oder PPTP nicht benutzen. Viele Devices und viele, also Android und iOS unterstützen nur LTC2P und PPTP. Man kann OpenVPN benutzen, mein SSL-Tunneling funktioniert, aber die Latenz ist sehr schlecht und fremde oder ausländische VPN-Endpunkte sind sehr selten blockiert. Man kann auch einen CGI-Proxy benutzen, aber ja. Aber man kann sich natürlich nicht auf seine eigenen Sachen damit loggen. Ich habe mit vielen Iranern geredet und darüber, wie sie das Internet benutzen. Und das große Problem ist, dass sie nicht für VPNs bezahlen können. Viele benutzen, es gibt ausländische, viele VPNs, viele ausländische VPNs, die sehr funktionieren und irgendwie hat jeder einen Freund, der das benutzen kann. Die Effekte von Zensur sind ziemlich stumm geschaltet. Die Mittelklasse weiß sehr viel über die Außenwelt und die meisten iranischen Leute, die ich getroffen habe, funktionieren und Piraterie funktioniert auch. Die Regierung schaut sich die Kommunikation an und schaut sich an, um Dissidenzen zu ja, es gibt, also die versuchen Dissidenten rauszufinden, aber wenn man in Iran zurückkehrt, dann wird man oft befragt und gefragt, was man so gemacht hat im Internet und es gibt aber einen US-gesponserten Anonymizer. Wenn du wenn du in Iran gehst, dann konfigurier dann VPN vorher und bring Teppiche, weil Geld für Teppiche, weil das habe ich zu wenig. Für alle, die jetzt gekommen sind, wir haben ungefähr 20 Minuten, wir sind 20 Minuten kurz. Wir werden euch aber alle Talks zeigen. Wir haben Übersetzungen für diese Lightning Talks. Genau. Ihr könnt auch auf Twitter irgendwie C3 Translate antwittern. Da freuen wir uns. Und ihr könnt es natürlich anhören, aber das tut ihr eh. Haldor redet jetzt über die Food Packing Base jetzt. Haldor, ne, wenn du nicht da bist, dann springen wir jetzt weiter. Und unterlassen die Haltestelle in Wolfsburg und machen weiter. Markfig bei 1.09, ist der da? Ne, der ist da. Okay, du bist next. Hast du Slides? Ja, Mega 65, so. Hi, ich möchte euch
den Heiligen Gral des die Wiederschaffung des Heiligen Gral des 8-Bit-Computers zu zeigen. Es gibt zwei Heilige Grale. Es gibt zwei Heilige Grale. Das eine ist der Apple One, der für $1 Million verkauft wird. Und ich möchte über eine andere Maschine zeigen, nämlich das. Es ist der Commodore 65, das war der geplante Nachfolger vom CC64 und es wurde halt nie veröffentlicht. Nein, es war nicht, man würde sagen, der C128 war der Nachfolger, aber das ist auch nicht so. Aber da war halt, dieser ist ein bisschen unterschiedlich, weil viel mehr Power hat als der Originale und behauptet, dass er 70 bis 80% kompatibel, mehr auf der API-Level, aber dann auf der Hardware. Und das gibt euch ein bisschen zu finden, ja, es ist wahrscheinlich die coolste 8-Bit-Hardware, die jemals gemacht wurde. Wir versuchen diesen zu wieder erstellen, wir benutzen ein FPGA, also ein Field Programmable Gate Array, die CPU ist signifikant schneller als die originale C64er CPU. Der C64er war auch wieder schneller als der vorherige. Wir haben den kompletten, hat ein gutes Bildschirm und wir benutzen keinen Frame Buffer, aber sondern der originelle Weg, wie sie das gemacht wurde, wie die gezeigt wurden auf dem C64er. Wir haben ein paar additionelle Hardware, wie zum Beispiel einen Netzwerkport oder einen MicroSD-Speicher. Wir haben auch einige Teile, die das originale C64er nicht hatte, wie zum Beispiel verbesserte Sprites oder Bilder. Und noch einiges mehr. Wenn Sie denken, dass das hier cool ist, oder warum machen wir das überhaupt? Wir machen das, weil es eine Wiederaufbauen eines etwas, was gebaut wurde für ungefähr 200 oder 2000 Modelle. Es sind nur Prototypen vorhanden und wir wollen diese Aufgabe zu Ende machen, um ein komplettes System zu machen, um ein tolles System zu haben, dass man die beste Hype-Hardware hat, die man haben kann. Das ist auch fürs Lehren sehr interessant, weil das Lernen und Verstehen eines Computers damals war viel besser, als es heutzutage ist. Und außerdem ist Paul, der das ganze System angefangen hat, wollte einen 8-Bit-Computer bauen, mit dem er SSH durchführen kann, damit er vor der NSA geschützt ist. Nächste Seite bitte. Was wir im Moment haben, ist ein System, das hauptsächlich funktioniert. Paul hat gesagt, denken Sie an den Todesstern, die große Kanone funktioniert, aber die Klotür ist immer noch offen. Wenn man sie öffnet, wird man ins Weltall gezogen. Die wirkliche Maschine funktioniert, aber viele kleine Sachen müssen noch verbessert werden. Eine ganze Maschine ist ungefähr was fehlt noch? Viele dieser kleinen Sachen müssen noch installiert werden. Wir versuchen auch diese originale Häuser wiederbauen, dass es mit unserem PCB weiterhin funktioniert und wir wollen auch eine Platine haben, die die ganzen Internet- und Output-Geräte des originalen Hardware akzeptiert. Auch die originalen Soundchips sollen akzeptiert werden. Die waren sehr speziell. Wenn man sie heutzutage auf eBay kauft, sind sie ziemlich teuer. Wir können sie dort einbauen anstelle des FPGA-Wiederherstellung des alten, des originalen. Nichts weiter. Wenn Sie mitmachen wollen, wir brauchen FPGA-Entwickler. Wir brauchen Leute, die wissen, wie man Häuser baut. Wir brauchen Leute, die gerne auf der Firmware der Maschine arbeiten. Zum Beispiel, wie man die SD-Karte von einem 8-Bit-System aus aufruft. Wir brauchen auch Leute, die es einfach nur ausprobieren. Und hier ist die Maschine, das ist, wo man die Informationen kriegt. Und ich habe auch einen Prototypen mitgebracht. Das kann angesehen werden morgen zwischen 16 und 18 Uhr an der Leitstelle vor diesem Zelt. Vielen Dank. Das ist Dennis Betrag. Hallo, ich komme in Frieden. Ich sage das,
weil ich eigentlich den Feind darstelle. Ich bin Angestellter des von Government. Ich dachte, es wäre eine große Idee, wenn wir die Hackerspace-Mentalität auf Schulen anwenden, damit sich Leute mehr mit Technologie beschäftigen. Erstmal, wo ich herkomme. Wo ist Luxemburg? Ich arbeite in Luxemburg. Das ist das kleine Land zwischen Belgien, Deutschland und Frankreich. Das ist also ein ziemlich netter Ort für alle Art von Experimente. Das Erziehungsministerium startete dieses interessante Projekt. Wir haben zu wenig IT-Leute, hat das die Regierung festgestellt. Und wir wollten also etwas machen mit IT. Warum wollen wir nicht einfach dann also Hackerspace in Schulen erzeugen? Sei kreativ, haben wir als Motto herausgegeben. Und das zielt darauf, Orte zu entwickeln, wo man Projekte und solche Sachen zu entwickeln und sich um neue Technologie zu kümmern. Für Kinder so ab 10 Jahre und älter, es gibt ein oberes Limit. Wir haben darauf gezielt, einen Hackerspace-Orte zu erzeugen, die, das wie Hackerspaces haben wir es genannt, und umsonst. Es soll natürlich etwas wie ein Hackerspace sein, aber da Kinder dort nicht frei rumlaufen können, haben wir ein Mentorenkonzept. Und ein Lehrer sollte dort sein und Workshops geben und kreative Aktivitäten initiieren. Wir wissen, Schule ist eben langweilig und ist blöd. Und wie kann man das jetzt fördern? Wir versuchten jetzt die Hierarchie ein bisschen absenken, sodass wir diesen Frontalunterricht vermeiden, sodass beide etwa gleichwertig sind, gleichwertiger und Wissen mehr miteinander austauschen. Hier ist diese Folie nicht besonders akkurat. Während ich hier gerade rede, haben wir 5 Makerspaces, die ungefähr im November öffnen. Einer in Luxemburg Stadt. Das ist 40 Stunden pro Woche ist das offen. Und ansonsten sind die Makerspaces offen, wenn sobald ein Lehrer dort einen Workshop macht. Warum sind wir jetzt hier? Wir suchen Hacker, die uns unterstützen, partnerschaftlich. Wir suchen Projektideen oder suchen Leute, die die Workshops geben, die etwas unterrichten. Falls du denkst, dass du so etwas tun kannst, besuch uns auf den Seiten wie Creative Lou oder Makerspace Lou. Wir haben auch einen Twitter-Handle. Ich habe dort einen Gmail-Account, kann man mich auch anschreiben. Genau. Danke sehr. Gibt es noch Fragen? Danke, Patrick. McFreak. Der nächste ist Paul Kay, der über das Befreien von mobilen Geräten reden möchte. Okay, also jetzt lass uns. Hey, hallo. Also lass uns darüber reden, wie wir mobile Geräte auf Software haben. Wir haben alle einmal auf den Geräten einen Bootloader, der ein Betriebssystem lädt. Das hat verschiedene Elemente. Zuallererst man den Linux-Kernel, den wir alle kennen, und dann hat man diese Hardware-Abstraktionsschichten, die unterschiedliche Hardware-Sachen optimisieren. Darauf sind die Applikationen. Und wenn wir über mobile Geräte reden, haben wir nicht freie Software, die ist auf dieser Hardware-Abstraktionsebene. Und das ist ein sehr großes Problem. Auf der einen Seite ist das Problem ein Sicherheits- und Privacy-Problem. Diese nicht freien Geräte sind als Root auf dem Gerät. Sie können alles benutzen. Manchmal benutzen sie auch wirklich als Root. Aber es ist auch die Möglichkeit, dass diese Geräte, die nicht frei sind, können auch uns recht unterschwinden.
wir können sie also nicht verstehen, wie das Gerät funktioniert und was genau es macht, und wir können es nicht unbedingt alles ändern. Diese nicht freien Betriebssysteme, denen ist der Bootloader egal, und die sind auch in der Regel nicht frei. Da gibt es auch Software, die auf verschiedenen unterschiedlichen Geräten laufen, zum Beispiel auf integrierten Circuits, aber auch ein komplettes System, das auf dem Modem läuft, und die sind in der Regel auch nicht frei. Und das ist ein sehr großes Problem aus genau denselben Gründen, bis zu unterschiedlichen Größen. Dieses Problem kann nur in einzelnen Schritten gelöst werden. Die erste Idee ist, ein paar komplett freie Betriebssysteme zu entwickeln. Das ist Replikant. Die Idee ist, wir erteilen diese einzelnen Abstraktionsgeräte mit voll freien Ersatzteilen. Und wir wollen auch ein benutzbares System haben, weil wenn wir diese einzelnen nicht freien Geräte austeilen, dann verteilen wir sie nicht. Wir wollen trotzdem, dass sie funktionieren. Darum wollen wir grundlegende Funktionen erfahrbar haben, ermöglicht haben. Und das ist nur ein erster Schritt. Es gibt noch viele andere Wege, auf den Benutzer abzuhören. Es gibt auch andere nicht freie Software, die auf diesem Gerät läuft. Zu diesem Zeitpunkt, auch bei Replicant, haben wir ungefähr 12 Geräte, die funktionieren. Wir haben freie Software für verschiedene Aspekte der Hardware. Diese sind auch integriert auf anderen Betriebssystemen, wie zum Beispiel CyanogenMod oder Omni. Und wir versuchen auch, den Bootloader zu befreien, soweit möglich. Das sind ein paar Sachen, die wir nicht machen können. Wir arbeiten nicht auf dem Modemsystem, Firmwares oder der GPU. Andere Projekte versuchen, diese Bereiche zu befreien. Okay, wir brauchen wirklich, wirklich mehr Leute. Also Ihre Hilfe ist auf alle Fälle willkommen. Das ist ein sehr interessanter Weg, über diesen grundlegenden Hardware-Hacking zu lernen. Und als ich angefangen habe, daran mitzuarbeiten, hatte ich ungefähr keine Ahnung, was ich machen sollte. Und ich habe sehr viel auf diesem Weg gelernt. Also wenn Sie interessant sind, Ihre Hilfe ist sehr willkommen. Sie können anfangen. Und wenn Sie keine Zeit dafür haben, haben wir auch Donations oder Spenden, die wir brauchen. Also vielen Dank. Ich werde eine längere Präsentation halten bei der Neo Village. Also können Sie gerne vorbeikommen und Fragen, werden auch Fragen beantworten. Wenn Sie irgendwelche Fragen jetzt haben, werde ich sie jetzt gerne beantworten. Okay, keine Frage, also vielen Dank. Der nächste Betrag ist WD Brag über einen weiteren Passwortmanager. Mein Name ist Werner Altensberger. Ich möchte hier über mein neues Projekt erzählen. Das nennt sich Unlock. Jeder liebt Kennwörter, darum gibt es so viele davon. Für dieses Camp hat man möglicherweise zwischen 2 und 5 Kennwörter erzeugt für verschiedene Arten von Registrationen. Kennwörter sind also überall und sie gehen auch irgendwie nicht weg. Um die Sache etwas interessanter zu machen, sollten die Kennwörter nicht zu leicht zu raten sein, man sollte nicht den Namen des Hundes als Passwort benutzen. Und das Kennwort sollte auch nicht crackable sein, wenn man es in einer Datenbank drin sein, und es sollte kompliziert genug sein, damit auch eine Maschine das Kennwort nicht knacken kann. Und trotzdem einfach genug, dass man sie sich merken kann. Es ist unwahrscheinlich, dass man beides gleichzeitig hinkriegt. Was kann man also machen? Du könntest zum Beispiel den Hinweisen von Boris Schneier merken und dein Kennwort dir aufschreiben auf ein Stückchen Papier und dein Portemonnaie reintun. Wenn jemand aber natürlich sein Portemonnaie klaut, dann ist dein Kennwort eben mit weg. Man könnte es in einem Passwort-Safe oder auf einem PC auf einem Smartphone abspeichern, wo man sie eben braucht. Naja, diese Maschinen sind komplex. Es können eben schlimme Dinge zu dieser Maschine passieren und die Dinge können auch geklaut werden, und dann so ein Passwort-Safe ist natürlich ein interessantes Ziel auf einer Maschine. Oder man kann sie in der Cloud speichern und dafür sorgen, dass zum Beispiel Facebook sich um deine Kennwörter und deine Sicherheit dazu kümmert. Vielleicht magst du das, vielleicht auch eher nicht. Das ist das, womit jetzt Unlock helfen soll. Was Unlock tut, das ist ein kleines Gerät.
Ich habe hier einen mechanischen Prototypen. Ist ungefähr so groß wie ein Fahrzeug. Es ist dazu da, deine persönlichen Kennwörter zu speichern. Es sind auch, um Kennwörter zu speichern, die du für menschliche Benutzung brauchst. Es soll auch etwas sein, das du mit dir herumtragen kannst, überall. Es sichert deine Kennwörter verschlüsselt. Wichtig ist, dass du diesem Werkzeug vertrauen kannst. Das heißt, es ist Hardware Open Source, Firmware Open Source und das Layout. Wir benutzen auch nur Open Tool Werkzeuge, also Open Source Werkzeuge. Zum Beispiel mit KeyCut, das mit ist eine offene Software. Und das ganze Login-Prozess ist komplett offen. Okay. So, hier sieht man auf dieser Folie, was man sehen kann. Das ist ein OLED-Display, ein Slider, ein Schieberegler, ist eine Batterie drin, hat einen USB-Port, Es hat auch ein Radio drin, das in Zukunft vielleicht Bluetooth Low Energy sprechen kann. Direkt einen Überblick auf die interne Struktur. Wir haben zwei Microcontroller drin und das System, ein System auf einem Chip, der hat noch eine Art von Microcontroller drin für das Radio-Interface. Und einer dieser Microcontroller, der macht diese geheimen Sachen. Und der dritte ist der sichere, der die ganze Verschlüsselung und Verschlüsselungsaufgaben macht. Nur es hat Zugriff auf das Bildschirm und den Slider. Und auch nur erst auf die Memory-Karte, wo die ganzen Sachen verschlüsselt gespeichert sind. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, könnt ihr mich am Near Village finden, was hier einmal über der Straße ist. Du kannst auch zu der Webseite des Projekts gehen, anelok.com. Das Projekt hat noch viele Sachen, an denen man arbeiten kann. Es gibt viele Möglichkeiten für Programmierer, einfache, mittelschwere und sehr schwere Projekte. Über die Kommunikation mit dem Projekt, von dem Gerät, mit dem PC. Und zum Beispiel auch, wenn man Zusammenarbeit zwischen Webbrowser und dem Gerät, wenn man Kennwörter eingeben muss. Ja, keine Fragen aus dem. Schönen Dank. Als nächstes ist Plätzchen, der über Coda-Dojo schreibt. Also für alle zukünftigen Sprecher, bitte halten Sie den Abstand zwischen dem Mund und dem Mikrofon so klein wie möglich, weil wenn Sie das Mikrofon wegnehmen, dann kann man sich nicht mehr gut hören. Okay, hi. Wir sind nicht Plätzchen, wir sind beide. Wir sind Philipp, Cold Plätzchen und Nico. Wir sind vom Coda Dojo in Berlin und in Potsdam und wir wollen darüber reden, wie man Coda Dojo ist. Was ist das? Ein Coda Dojo bedeutet, wir bringen Schülern bei, wie man Quellcode schreibt. Wir treffen uns normalerweise jeden Monat an einem Samstag für 4 Stunden und die Kinder kommen und es sind Mentoren da. Ein Mentor hat in der Regel 2 bis 3 Kinder und die machen dann, was auch immer die Kinder machen wollen. Wenn die Kinder komplett Anfänger sind, dann machen wir Scratch. Warum machen wir das? Wenn als diese ganze Idee von Computern anfing, haben wir gedacht, dass wenn wir älter werden wollen mit dem Internet, lernt man, wie es funktioniert. Das ist nichts Neues. Aber das funktioniert einfach nicht. Wir wollen eine Idee haben, wie man anfängt und die Kinder einfach fragen sollen, wie ihre ganzen Geräte, ihre Tablets und das Internet funktioniert. Und wir können das dadurch machen, dass wir den Kindern Code schreiben können, was auch immer sie wollen. In der Regel sind das Spiele und dann wissen sie, wie Spiele funktionieren. Wir sind hier, damit wer Ihnen erzählen können, macht eure eigenen Code-Dojos. Warum sollte nicht jeder Hackerspace einen Code-Dojo einmal im Monat anbieten? Und Nico redet darüber, wie man das anfängt. Danke.
Dieses ist ein sehr einfach mit dem Kodo Dojo anzufangen. Man braucht nur einen Platz, man braucht ein bisschen Zeit, jede Woche oder jeden Monat, und dann lädt man Leute ein, Mentoring mit Mentor mitzuarbeiten. Und das ist es. Wenn man den Kodo Dojo eingetragen haben möchte, dann schreibt man eine E-Mail und sie werden eingetragen. Das ist der ganze Prozess für Sie und Ihre Kinder, wie man Programmieren beibringt, wie man mit Programmieren anfängt. So, und wir machen das in Berlin seit ungefähr 2 Jahren. Potsdam macht das seit 1 Jahr. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Hilfe brauchen, gehen Sie zu unserer Kododojo-Website auf kododojo.com und kontaktieren Sie uns. Und wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, können Sie mich auf 74 anrufen, und Sie können uns beim Ausgang einfach festhalten. Vielen Dank. Ja, wir haben noch Zeit für Fragen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte jetzt kommen. Ja, Sie können uns einmal, es gibt also keine Fragen, und Sie können die Sprecher am Ausgang treffen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dosch, der darüber schreibt, wie man eben Postkarten an Hacker im Gefängnis schreibt. Nett, so viele hier zu sehen. Ich hörte, wir sind ja über 4.500 Leute, die alle Bier oder Mate trinken. Das ist wunderbar. Viele von euch arbeiten also an großartigen Projekten. Manchmal macht es mich aber traurig, dass einige Leute hier sein wollen, es aber nicht können. Ich spreche über Manning, Anna Carter, Blogger in Äthiopien, viele Leute, die im Gefängnis sind für Dinge, die wir wichtig finden. Die haben Dinge getan, die wir für wichtig halten, und einige werden werden noch im Gefängnis sein, wenn ihr eure Doktorarbeit macht oder wenn ihr in Rente geht. Und Manning ist auch schon wieder in Einzelhaft. Diese Leute bekommen viel Aufmerksamkeit, wenn sie ihre Leaks herausbringen und wenn da die Folgen kommen. Wir lesen über sie und hören über die ganzen Sachen in den Medien, aber 2 oder 3 Jahre später machen wir mit unserem Leben weiter, aber sie sind immer noch im Gefängnis und sie sollten eigentlich hier bei uns sein. Wir wissen, es ist wichtig für sie, dass sie wissen, dass wir über sie nachdenken, dass wir an sie denken. Was ich jetzt also gemacht habe, sind ja 2.500 Postkarten. Und ad la Quadratur sind auch noch weitere Postkarten. Und wir haben da vorne einen kleinen Tisch, da sind auch noch mehr weitere Karten. Die kleine Sache, die ja diesen Leute was entgeben könnte, wäre, dass ihr ihnen einfach eine kleine Postkarte an sie schickt, damit sie wissen, es wird an sie gedacht. Und vielleicht können wir ja auch dem Postsystem in Deutschland einen kleinen Schubs geben. Kommt zum Zelt von Le Quadrature und helft uns, die politischen Gefangenen zu befreien. Danke. Vielen Dank. Und noch eine kleine Ansage. Wenn Sie immer noch eine Lightning Talk morgen halten wollen, können Sie das immer noch machen. Bitte tragen Sie Ihren Wiki ganz einfach im Wiki ein, suchen Sie nach Lightning Talks und schicken Sie uns ein eine PDF mit Ihren Folien. Als nächstes ist Tim, der auch schon gestern hier war und hat Christian redet über ein paar mehr seiner Projekte. Hi, ich bin Tim. Echte Zeit. Ich bin aus Australien. Und ich habe zu viele Projekte. Ich habe auch zu viele Zeilen. Ich brauche Hilfe. Ich muss wirklich schlafen. Wenn man Python benutzt, sollten diese 2 Sachen gut für Sie sein. Wenn Sie Daten benutzen, sollten Sie eine
eine Funktion benutzen, sonst ist es einfach. Benutzen Sie Q, wenn es Sie leise sind und Print nicht funktioniert, ist es quasi Print on Steroids. Ich mache nicht nur kleine Projekte, ich mache auch große Projekte. Teams Video ist zum Beispiel eine Gruppe von Projekten, wie man Video-Recording macht. Wir wollen quasi das machen, was der CCC hier macht, nur ohne, dass alle so intelligent sein müssen wie sie. Ich versuche auch zu entwickeln ein System in der Kiste. Wir brauchen auch da Ihre Hilfe. Bevor wir sie veröffentlichen, brauchen wir gute Tontechniker. Und ich kann nicht besseren Kontakt zu machen, aber ich hoffe, dass sie besseren lesbaren Inhalte machen. Ich habe eine Tool namens SlideLint gemacht, das Ihre Folien testet. Ist ein Command-Line-Interface, wenn Sie es normal benutzen sollen. Es hat auch eine Webseite-Interface und es zeigt Ihnen, ob Ihr Text zusammen zu nah am Bildschirm ist oder ob es zu wenig Kontrast hat und so weiter. Okay, wie können Sie das Livestreaming machen? Das ist, wie man es macht. Die roten Sachen sind die Teile, an denen ich arbeite. Dies ist, was man zuallererst macht, und man muss dieses Bild aufnehmen können. Und wir benutzen ein Open-Source-Hardware-Gerät, das HDMI USB, to USB benutzt, das ein FPGA benutzt. Dies ist das Gerät, wo es im Gerät ist, diese beiden Dinger da. Nächste Zeit. Es ist zwei Firmware vorhanden, die alte in Verilog und die neue, die ist in Python gebaut wurde. Und die nächste Firmware ist sehr gut, ist viel einfacher zu benutzen als das alte. Die nächste ist, wir haben auch ein neues Open-Hardware-Gerät entwickelt. Wenn nur die Firmware offen ist, dann ist es egal. Die nächste Zeile, wir versuchen jetzt, die zu verkaufen. Gehen Sie zu der Adresse oben. Es hat zweimal HDMI-Inputs, zweimal HDMI-Outputs, ein Displayport und USB-Ports und Gigabit-Ethernet. Und es ist sehr toll, wenn Sie irgendeine Art von Videosache machen wollen. Okay, es kann auch für andere Sachen verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel Milky Mist mitmachen oder Flickr Noise, können Sie das auch anschauen. Vielleicht können Sie das Interessantes damit machen. Nächstes, wir wollen auch mehr Boards machen als nur unsere beiden. Wenn Sie Interesse daran haben, reden Sie mit uns. Wenn Sie das empfangen nehmen können, müssen Sie es noch mixen, dass Sie den Präsenter und die Folien anzeigen können oder den Video. Und darum habe ich ein Hardware-System geschrieben, das nennt sich GST-Switch. Es ist dieses Bit hier, das ist auf einem Computer hinten und es ist in C geschrieben. Das mochte nicht, dass es in C geschrieben war, darum haben sie es in Python wieder geschrieben und werden wir es damit ersetzen. Wir brauchen auch Encoding, weil in dem Web gibt es nicht ein Format, das alle akzeptieren. Wir brauchen auch eine Webseite, also ist das hier das Streaming-System. Und wo es ist, wir haben ein Basis-Streaming-System, das auch Open-Source ist, sieht ungefähr so aus und wir lieben die Instant-Grafik-Designer. Wir wollen gerne einen Grafikdesigner haben, der es hübscher macht. Und das Frontend ist in Django geschrieben, das Hintergrund ist in Flümer schon und Python geschrieben worden. Aber Leute müssen immer noch wissen, dass dieses Event stattfindet. Auch wenn dieses ganze Event vorhanden ist und niemand darüber weiß, dann kommt auch niemand. Also arbeite ich daran, ein Werkzeug, das dieses Event veröffentlicht. Die ganzen Social Networks und Mailinglists und Facebook und Google Plus, aber das muss noch sehr viel Arbeit reingesteckt werden. Und das ist alles, um nochmal kurz drüber zu gehen, Tims Video, verschiedene Software, die Hardware, die Software, die benutzt wird, um im Video zu mixen, ein Streaming-System und Events Everywhere, die die Informationen über das Event veröffentlichen. Vielen Dank. Das war großartig, ziemlich genau auf den Punkt. Das nächste ist Peter Pötzi über seinen Kickstarter-Launch. Da dies mein
Hello, I'm Peter. On the day two of the camp, we started a Kickstarter campaign. We worked on this for many months, and this is my product. This is a motor for a bicycle. This is used to work, drive on an e-bike. We started it yesterday. We've already gained 3,000 euros on Kickstarter, and the system is an animated GIF, but it didn't survive the PDFing. It's just plugged into the bike, and it slides up, and it starts pushing with up to 800 watts. We have just published it yesterday on Kickstarter, and we got a lot of questions, and it was always the same questions. Can I also mount it on my bike? And we added it in the FAQ, and yeah, most people are happy with that. Next slide. The first thing that happened, what we didn't imagine, is that 2 hours after we published it, ended up in CNET. And in CNET, Japan, we understand no word, but Google Translate, they apparently taken our campaign and collected and also put some video on it. However, only 3 backers are from Japan. As you can here see, CNET included our video. Nearly half of the video views come from CNET directly. However, only 10% of the backer. We have also Google Analytics, where you can see where the people come from, and the blue is they already come directly from Kickstarter, but only really few come from extern. Most seen our campaign by looking at the newest or the most popular in their area. You can also see that most people come from the United States, because there are just a lot of people in the United States. I'm coming from Austria. And I'm here also in the Austrian village. And if you want to come to visit me, I would love that. And our biggest problem in the campaign I've seen so far, we have a lot of visitors, but the most visitors leave the page after less than 10 seconds. So we have only 30 backers. So how we started the campaign itself is an own talk, and maybe we can see each other again on the Congress. Thank you very much. Vielen Dank. Wir haben vielleicht noch Zeit für Fragen. Wie wurde das Projekt benannt? Das Projekt heißt GoE. Und das ist yeah, the website was just called out. It's go-bike-e.com. And you can support him on Kickstarter. Thank you. Vielen Dank. Der nächste ist Amos. Oh, das ist nicht Amos. Aber du redest über diese Sache mit dem Fisch. Ja. Hallo? Ich heiße Daniel, ich arbeite als Koch in Schweden. Ich komme aus der schwedischen Botschaft. Ich werde über sauren Hering sprechen. Der Grund, warum ich darüber rede, ich mache das, um jeden zu informieren, um jeden über diese wunderbare Tradition zu informieren, die wir im Nordschweden haben. Dieser Hering ist ein leicht gesalzener Hering aus der Ostsee. Er ist gerade genug gesalzen, damit er nicht verdirbt. Zusammen mit den Bakterien ergibt das dann aber einen ziemlich starken Geruch. Ich mag ihn, aber die meisten Leute mögen es nicht. Naja. Die Geschichte dahinter ist unbekannt. Während des Krieges im 16. Jahrhundert hatten wir nicht so viel Salz, wie wir gerne wollten. Und
darum haben wir eben Salzsparen verwendet und das Resultat war eben Sushoming. Dieses Gericht. Wir taten den Hering in große Fässer, haben den Fisch dann für 6 Monate fermentieren lassen, bis irgendwann im August. Die meisten Leute haben vielleicht Videos auf YouTube gesehen, wo man Leute sieht, die dieses Filet im Ganzen isst. Man sollte es mit Bratkartoffeln und gehackten Zwiebeln und einen Sauercreme essen. Es gibt im Augenblick ein Gerichtsverfahren aus 1981, ein Gerichtsverfahren in Deutschland. Der Folter dieses Gericht in seinem Wohnung machen und wurde rausgeschmissen und der Gerichtsfall wurde aufgegeben und die Jury hat es gerochen und hat gesagt, ja okay, das macht Sinn, dass er aus seiner Wohnung rausgeschmissen wurde. Also vielen Dank, Deutschland. Lass uns weitersehen. Gleich. 2 Minuten noch. Um nochmal über den Fermentationsprozess zu sprechen. In diesen Fischknochen ist eine spezielle Milchsäure drin. Milchsäure, das ist das, was diesen strengen Geruch verursacht. Wenn euch das interessiert, wir haben hier eine Dose bei uns, das reicht für ungefähr 20 Leute. Wir würden es auf die korrekte Art und Weise hier servieren. Wir würden vom Camp gebannt werden, wenn wir das hier machen würden, also haben wir das noch in der schwedischen Botschaft. Ihr seid alle willkommen. Danke. Bitte noch Fragen, bitte noch ans Mikrofon. Es ist wahr, dass ihr bei dieser Präsentation, dass ihr auch original schwedischen Schnaps habt. Ja, aber das ist nicht Schnaps, sondern Schnaps. Wir werden es außerdem mit leichten Bier präsentieren. Ja, danke. In 15 Minuten lasst uns zusammen uns betrinken und schwedischen Fisch essen. Wie kommt im Augenblick eigentlich die schwedische Botschaft mit ihren Nachbarn zurecht? Wir haben jetzt überlegt, dass sie weit zu öffnen, aber das wäre rassistisch, wenn wir das tun würden. Wir machen das jetzt eher als etwas Bösartiges. Wenn ihr die schwedische Botschaft finden möchtet, sie ist in der Nähe der schwedischen Niederlassung. Und bitte kommt nochmal vorbei, damit wir uns über Fermentationsprozesse unterhalten können. Da habe ich jetzt nicht die Zeit für gefunden. Danke. Und bevor wir zu unserer letzten Präsentation kommen, bitte ich Sie alle, dass Sie Lightning Talks morgen eintragen. Wir haben noch viele offene Stellen. Sie können über Ihre beliebsten Projekte reden, die Sie in Ihrem Hackerspace gemacht haben, die Sie in Politik machen oder in der Schule. Wirklich irgendwo, wo Sie ein Clubprojekt machen und darüber reden wollen bei einer großen Gruppe. Holen Sie Leute, die da mitmachen wollen und schauen Sie Leute, was Sie machen sollen, was Sie nicht machen sollen. Bitte, wie Sie das machen können, steht im Wiki. Schicken Sie uns einfach Ihre PDF und Ihren Zeilen, Ihren Folien und wir sind glücklich, Sie für morgen zu machen. Okay. Hallo, ich bin Kalt. Ich bin in der Open Data Camp und über die letzten Jahre haben wir ein paar Lieder gespielt, die Sie vielleicht kennen, aber in einer neuen Version, die Chaos-typischen Sachen adressieren. Also möchte ich sie mit Ihnen teilen.
Wir sind aber immer noch dabei, diese Lieder zu machen. Also wenn Sie noch neue, gute Melodien haben oder wenn Sie andere Sachen auf der Ukulele hören möchten, dann kommen Sie einfach vorbei. Okay, das erste Lied ist NSA. Okay, gut. NSA. Also meine Daten scheinen wegzufließen. Es ist alle Sachen, die ich, kleinen Sachen, die ich sage, speichern Sie zurück. Also liebe NSA, BND. Sie haben ein ganzes Vertrauen Deutschlands verloren. Da ist ein Schatten, der über mir hängt und es ist, du bist es ohne BND. Während Sie wissen mussten, würdest du nicht sagen, du hast irgendwas falsch gemacht, als du unsere Daten weggegeben hast. NSA. Du läufst aufs Spielen, die du spielen kannst. Und du bist jetzt zu groß, um sich zu verstecken. Wir können euch sehen, NSA. Dies ist ein Lied. Ich habe das jetzt nicht vorgesungen. Vielleicht ist das besser bei der Übersetzung. Sollten Sie sich vielleicht das Originalvideo anschauen. Dort können Sie auch die Melodie hören. Das Ganze ist nach Yesterday von den Beatles gespielt worden. Das ist ein kleines Lied zu der NSA und jetzt auf einem besseren Gefühl ist verbessert. Öffnen Sie Ihre Daten und es ist der offizielle Open Data Lied. Und das ist öffne Ihre Daten und CSV-Dateien. Und wenn Sie ein Bild bekommen, dann können Sie auch mitsingen. Wenn ich mich sehe in problematischen, dann kommt offene Daten zu mir. Sie flüstert mir Problemlösungen zu. Und in meinen Problemzeiten dann habe ich Öffnungszeiten, habe ich Dateien, die in öffnen Formaten sind. CSV, Komma separiertes Values, also eine Datei, wo die einzelnen Daten mit Komma sind. Öffnet eure Daten, CSV. Veröffentlicht eure Daten, CSV. Befreit eure Daten. Und in sogar anderen Dateien wie PDFs und PPTs werden wir die Tabellen daraus entfernen in CSV-Dateien. Auch auf korporalen Servern, dann fordern wir Öffentlichkeit. Veröffentlicht eure Daten. CSV. Freit eure Daten. CSV. Veröffentlicht eure Daten. Okay, aber anonymisiert sie vorher. CSV? In diesem Fall war es nach der Melodie von. Auch von den Beatles. Auch ein bekanntes Lied. Tosender Applaus im ganzen Raum. Auch Applaus hier aus der Übersetzungskabine. Okay, was für ein wunderschönes Ende für die zweite Lightning Talks Aktion. Also, ich möchte nochmal allen Vortragenden danken, die hier waren und ich würde auch den Seefischer und anderen, die das organisiert haben, wollen die auch den Übersetzern, dem Live-Übersetzungsteam danken und auch denen die ganzen Fernseh- und Videos und Audiosachen gesteuert haben. Also bitte danken Sie sich bei diesen Leuten. Auch von uns als Übersetzern möchten wir uns bei